Ich begrüße Sie zum Jahresrückblick von Plenum TV. Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2013 zurück, auch natürlich in politischer Hinsicht. Die Landtagswahlen im September haben einige Überraschungen bereitgehalten. So kommt zum Beispiel das Heimatministerium unter der Leitung von Markus Söder nach Nürnberg. Kurz vor den Wahlen jedoch wurde das Vertrauen der Bürger in die Politik auf die Probe gestellt. Mit der sogenannten Verwandtenaffäre entbrannte eine hitzige Debatte um die Gehälter der Landtagsabgeordneten. Beschäftigungen von Familienmitgliedern sind nun tabu, sogar bis zum vierten Verwandtschaftsgrad. Aber wie viel darf ein Volksvertreter selbst noch dazu verdienen? Mehr Transparenz soll hier das Vertrauen in die Politik wieder stärken. Ja, wir wollen einen Schnitt. Wir sehen, dass einfach auch die Gesellschaft hier Klarheit, Transparenz will. Da gibt es keinen Zweifel. Wir stehen dazu, ich stehe auch dazu und wir werden das Gesetz heute entsprechend verabschieden. Naja, das ging alles jetzt unheimlich schnell, wie das jetzt alles durchgezogen wurde. Das wurde auch von der CSU wahrscheinlich bewusst so gemacht, um auch letztendlich das Thema abzuhaken. Wir meinen aber, der eigentliche Schuldige sind schon die Abgeordneten der CSU, die das in den letzten Jahrzehnten schamlos ausgenutzt haben. Und wir haben jetzt natürlich dieser neuen Regelung zugestimmt. Also es ist ein wichtiger und ein notwendiger Schritt, den wir heute machen mit der Änderung des Abgeordnetengesetzes. Wir Grüne stehen für Transparenz. Wir wollen noch weit darüber hinaus auch mehr offenlegen, was bei den Nebeneinkünften der Fall ist. Wir haben auf unseren Homepages jetzt als Fraktion begonnen, auch als einzelne Abgeordnete über unsere Einkünfte auf Euro und Cent Rechenschaft zu geben. Ich denke, das muss der Weg sein, um Vertrauen zurückzugewinnen. Dafür werden wir uns auch weiter über diesen Tag heute hinaus hier im Landtag einsetzen. Ja, das Problem, das wir bisher hatten, dass wir ja Regelungen aufgestellt haben im Jahr 2000, allerdings als Übergangsregeln, und dass zum Schluss dann 13 Jahre später immer noch 17 Abgeordnete der CSU diese Übergangsregelung in Anspruch genommen haben. Deswegen glaube ich, ist richtig, heute einen klaren Schnitt zu setzen und klar zu sagen, was geht und was nicht geht und es auch deutlich zu sagen. Meine Position war da immer, dass Verwandtschaftsverhältnisse in den Beschäftigten der Abgeordnetenbüros schwierig sind, weil sie aus Steuergeldern bezahlt werden. Deswegen bin ich froh, dass wir einen klaren Schnitt machen bei der Verwandtschaft vierten Grades, also auch die sprichwörtliche Vetternwirtschaft endgültig ausschließen. Ich glaube, dass das Parlament und auch die Abgeordneten unter dieser Affäre, die aus meiner Sicht eine Altfallaffäre war, sicher gelitten hat. Was ich nicht brauche, ist irgendwelche moralische Grundsatz-Ethikregeln. Ich glaube, gerade als aus der Kommunalpolitik herkommender habe ich immer versucht, mit einem guten Beispiel ein Stück weit auch als gläserner Abgeordneter hier aufzutreten und habe immer versucht, den Bürgern auch zu sagen, ich bin Freiberufler. Ich habe auch noch Nebeneinkünfte, aber ich bin auch kein Berufspolitiker und ich müsste vielleicht auch zurück. Von daher finde ich es jetzt richtig, dass wir endlich einen Weg gehen und ein neues Beschäftigungsgesetz und damit auch auch dieses Thema erledigen. Was ich mir aber wünschen würde, ist, dass wir auch über die Diäten, die Fraktionen noch on top ihren Fraktionen zahlen, dass das auf den Tisch kommt und dass wir auch eine Transparenzregel einführen, wo wir unsere Nebeneinkünfte den Bürgern sichtbar machen. Das macht uns ein Stück weit auch glaubwürdiger und transparenter. Ich glaube, man muss erstmal unterscheiden. Wir hatten eine klare Regelung für die Abgeordneten in diesem Haus und es war mit Sicherheit ein Fehler des Parlaments, aber vor allem der Betroffenen, diese Übergangsregelung 13 Jahre lang auszuschöpfen. Das muss man als Parlamentarier auch klar als Fehler benennen. Und uns muss es jetzt darum gehen, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, denn wir sind alle betroffen, auch wenn wir nicht Handelnde waren. Und deshalb ist es richtig, dass wir so entschieden handeln. Für uns ist das als FDP sowieso kein Problem. Wir haben keine Verwandten im Angestelltenverhältnis, ich persönlich auch nicht. Und deshalb finde ich, ist das ein richtiger Schritt, um wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Ich gehe ganz locker damit um, weil ich überhaupt nicht davon betroffen bin. Ich habe also weder nahe Verwandte noch weitere Verwandte eingestellt. Außerdem bin ich ja seit 2008 im Bayerischen Landtag. Da gab es ja diese Übergangsregelung nicht mehr. Klar ist aber, dass wir Stellung nehmen müssen. Und ich bin jetzt für diese Stellung, die Regierung vorgeschlagen hat, oder die fraktionsübergreifende Stellungnahme bin ich zu haben. Das heißt also bis zum vierten Verwandtengrad keine Beschäftigungsverhältnisse. Dem würde ich zustimmen. Ende Mai schließlich versprach Landtagspräsidentin Barbara Stamm vollste Kooperation bei der Aufklärung der Fälle. Transparenz sei die einzige Lösung bei einem derart ernstzunehmenden Thema.
Ich bin Präsidentin des Bayerischen Landtags, bedauere sehr, dass in den letzten Wochen das Ansehen des Parlaments so gelitten hat. Ich habe während meiner Amtszeit alles, was ich in Bezug auf Abgeordnete auf den Weg bringen wollte oder gebracht habe, alles transparent gestaltet. Transparenter ging es nicht. Die Kommunen in Bayern sollen mehr von den Steuergeldern bekommen. Das fordert zumindest die Opposition für den kommunalen Finanzausgleich. Die 500 Millionen Euro mehr, die die Staatsregierung für den Doppelhaushalt 2013-2014 schon genehmigt hat, würden hier überhaupt nicht reichen. Denn damit die Kommunen im Vergleich zu den Metropolen nicht auf der Strecke bleiben, brauchen sie noch mehr finanzielle Zuwendung. Sie können sich sicherlich denken, dass ich den Antrag für sehr angemessen und notwendig halte, denn wir Sozialdemokraten sagen seit Jahren, dass der Freistaat Bayern seinen Kommunen zu wenig Geld zur Verfügung stellt, damit die Aufgaben, die die Kommunen haben, auch tatsächlich erfüllt werden können. Ja, die SPD stellt Forderungen, die wir längst erfüllt haben. Bayern gibt einen kommunalen Finanzausgleich wie in der Geschichte der letzten Jahrzehnte nicht wieder. Alle Gemeinden, alle Städte partizipieren in unglaublicher Weise von diesem Finanzausgleich. Und ich glaube, alles das ist immer noch die alte Wahlkampfrhetorik. Gemeinden und Städte werden stärker und weiter von der Staatsregierung gefördert, aber sind eben gerade im vergangenen Jahr in exzellenter Weise bedacht worden. Wir haben mittlerweile in Bayern die Situation, dass wir große Unterschiede haben zwischen sehr reichen und eher armen Kommunen. Viele Städte und Gemeinden, gerade in meiner Heimatregion, sind sehr stark davon betroffen, dass Menschen wegziehen und dass die Wirtschaft nicht so brummt wie in Oberbayern. Und deshalb haben sie sehr große Schwierigkeiten mit den Finanzen. Wir denken deshalb, dass es nötig ist, hier eine Reform zu machen. Wir wollen uns um die schwachen Kommunen kümmern, um die, die eben mehr Geld brauchen, weil sie ganz andere Aufgaben haben als die reichen Kommunen. Und deshalb brauchen wir einen besseren kommunalen Finanzausgleich. Wir brauchen höhere Schlüsselzuweisungen und wir wollen auch, dass der Gesamtanteil am Steuerverbund für die Kommunen ansteigt. Ich denke, Bayern steht brillant da. Wir haben den besten kommunalen Finanzausgleich im ganzen Bundesgebiet und wir haben in dem letzten Doppelhaushalt annähernd 8 Milliarden eingestellt, die unseren Kommunen dienen. Was stimmt, ist natürlich, dass wir in Bayern den größten, finanziell größten kommunalen Finanzausgleich in ganz Deutschland haben, mit über 7 Milliarden Euro. Also was den Topf an sich angeht, kann man da sicher keine Kritik üben. Woran wir Kritik üben, ist es ja, dass es eben diese vielen einzelnen Töpfchen sind, die auch mit ganz unterschiedlichen Kriterien belegt. Kein anderes Bundesland unterstützt die Kommunen so wie Bayern. Und ich glaube, wir haben auch bei den Koalitionsverhandlungen viel erreichen können durch die Unterstützung bei der Eingliederungshilfe, allein bei der Frage der Grundsicherung. Allein dadurch kommt bei den Kommunen noch mal mehr Geld an. Und deshalb halte ich den Antrag heute für nicht zielführend, weil unsere Kommunen bereits blendend unterstützt werden. Die bayerischen Kommunen sind froh, dass sie in Bayern angeschlossen sind und nicht in anderen Bundesländern. Bayern ist ja das einzigste Land, wo auch die Solidarumlage vom Freistaat mit übernommen wird und die Kommunen da auch entlastet wird. Und man unterstützt mit dem Finanzausgleich noch die Schwächeren. Und das ist, glaube ich, ein tolles Instrument, um die Kommunen da auch ein bisschen auf dem flachen Land in der ländlichen Region zu unterstützen. Eine wichtige Sache für unsere Städte und Gemeinden, für die Landkreise und Bezirke. Wir sind derzeit unterwegs, wieder einen hervorragenden, beispielgebenden Finanzausgleich zu schaffen. Man spricht derzeit von 8 Milliarden. Hinzu kommen die Erleichterungen für die Kommunen, die bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin ausgehandelt wurden. Unsere Kommunen können sich über gesunde finanzielle Ausstattung auch durch den Staat sicherlich in den nächsten Monaten freuen. Wir müssen schon schauen, dass die Kommunen insgesamt mit dem Aufwuchs, also mit der Steigerung beim Staat, auch mitkommen. Und da sind sie so ein bisschen ins Hintertreffen geraten in letzter Zeit. Also wir müssen uns die wunden Punkte anschauen vor Ort, insbesondere dort, wo die Struktur schwach ist, da stärker unterstützen und ein bisschen stärker Eigenständigkeit ermöglichen für die Kommunen, anstatt sozusagen, wie man sagt, am goldenen Zügel oder gar am Gängelband des Staates zu sein. Auf dem Rindermarkt in München wurde im Sommer Politik gemacht. Asylbewerber traten in einen tagelangen Hungerstreik, um auf die aus ihrer Sicht menschenunwürdigen Unterkünfte aufmerksam zu machen. Auch die Wartezeit bis zur Entscheidung über den Asylantrag sei quälend lange.
Die Politik lenkt ein, die Asylpolitik muss überdacht werden. Aber ein Hungerstreik sei nicht der richtige Weg, um die Missstände anzusprechen. Die Menschen, die in den Unterkünften sitzen, merken von dieser sogenannten Asylpolitik der bayerischen Staatsregierung gar nichts. Die wohnen seit über 10 Jahren teilweise da drinnen in schrecklichen Verhältnissen, dürfen nicht ausziehen, sind allen möglichen Schikanen ausgesetzt. Und wenn das humanitäre Asylpolitik sein soll, dann weiß ich nicht, in welchem Staat wir leben, jedenfalls nicht in einem christlichen. Ich glaube, wenn man die letzten 5 Jahre ansieht, ist sie zumindest ein ganzes Stück menschenwürdiger geworden. Also es gibt sicherlich Verbesserungsbedarf, ja, was Präsenzpflicht angeht, was die Essenspakete angeht. Aber ich selbst muss sagen, ich habe in meinem eigenen Stimmkreis eine neue Unterkunft für Asylbewerber in der Stadt Hammelburg und da läuft es sehr gut. Da bin ich recht zufrieden. Es hängt auch immer wieder vom Engagement der Kommunen vor Ort und der Menschen, die dort leben, ab. Die bayerische Asylpolitik hat sich in den letzten Jahren verändert. Ich gehe sicher davon aus, dass sie menschenwürdig ist. Und man darf hier nicht auf das Gerede, das oftmals auch von Grundlagen entbehrt, auf das Gerede der Opposition eingehen. Also unserer Meinung nach wird wirklich hier in der Asylpolitik die Menschenwürde noch mit Füßen getreten. Stellen Sie sich vor, Essenspakete, es wird den Menschen fertige Essenspakete teilweise gefroren vorgesetzt. Wir wollen keinerlei Essenspakete, sondern Geldleistungen dafür. Wir wollen diese Residenzpflicht abschaffen. Man muss konstatieren, dass wir zunehmende Asylbewerberzuströme haben in den letzten 1, 2, 3 Jahren und insofern hier absoluter Handlungsbedarf besteht, und zwar Handlungsbedarf dahingehend, dass diese Asylverfahren in meinen Augen viel schneller abgearbeitet werden müssten. Die Asylpolitik ist auch ein Thema, das uns hier in den ganzen 5 Jahren dieser Legislaturperiode begleitet hat, und man muss konstatieren, dass wir zunehmende Asylbewerberzuströme haben in den letzten 1, 2, 3 Jahren und insofern hier absoluter Handlungsbedarf besteht, und zwar Handlungsbedarf dahingehend, dass diese Asylverfahren in meinen Augen viel schneller abgearbeitet werden müssten, dass die Verweildauer insgesamt, bis die Verfahren überhaupt mal eröffnet werden, viel verkürzt werden müssen. Großes Problem ist dabei, dass die Regierungen viel zu wenig Personal haben. Man hat nämlich in den 90er Jahren, Anfang des neuen Jahrtausends, als die Asylbewerberzahlen zurückgegangen sind, entsprechend Personal abgebaut. Und das fehlt natürlich jetzt an allen Ecken und Enden. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, und es ist den meisten Menschen nicht klar, dass namentlich diese Essenspakete also individuell für die jeweiligen Zielgruppen zusammengestellt werden. Das ist also keinesfalls so, wie man sich das vorstellt, wie früher bei der Bundeswehr, also wo jeder seine EPA, also seine Einheitsessenspackung bekommt, sondern die werden entsprechend dem Glauben, den Anforderungen und so weiter individuell zusammengestellt und ausgeliefert. Für den Chef des neuen Heimatministeriums, Markus Söder, hat der Breitbandausbau in Bayern oberste Priorität. Vor allem ländliche Regionen müssen an das schnelle Internet angeschlossen werden, damit sie attraktiv bleiben. Sowohl natürlich für die Wirtschaft als auch für die Bewohner. In Unterfranken im Landkreis Kitzingen, genauer gesagt, überreichte Söder den ersten Förderbescheid, der für den Breitbandausbau rund 300.000 Euro zur Verfügung stellt. Die Opposition kritisiert jedoch diesen komplizierten Antrag für die Förderung. Richtig, war in den Herbstferien wandern und hatte noch nicht mal ein gescheites Telefonnetz, geschweige denn Internet, 4 Tage lang in Oberfranken. Da hat sich in den letzten Jahren gar nichts getan. Man hat es den Kommunen sogar schwer gemacht, selber was zu tun. Also hier ist dringender Handlungsbedarf. Ich bin mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Für mich ist dieser Bereich Digitalisierung auch ein gewisses Maß an Daseinsvorsorge. Ich denke, hier müssen wir noch mehr tun. Wir haben natürlich schon bereits einige Programme aufgelegt, wo wir vor einiger Zeit auch die Grundversorgung, würde ich mal sagen, quasi in Gesamtbayern erreicht haben. Es gibt ja auch, wie Sie wissen, ein neues Förderprogramm, das von der Europäischen Union auch genehmigt wurde, allerdings auch noch mit sehr vielen bürokratischen Hindernissen. Ich denke, dass heute ein Weg bereitet wurde, um einfach Bayern auch in diesem Bereich voranzubringen. Wir wollen quasi bis zum Jahre 2018 quasi flächendeckend in Bayern das Hochgeschwindigkeits-Internet eingeführt haben. Natürlich auch mit entsprechender finanzieller Unterstützung des Bundes. Ich komme aus einem Landkreis, Stimmkreis Erlangen-Höchstadt, wo ich sagen kann, ja, es wird nicht richtig umgesetzt. Also in meinem Ort ist es wahnsinnig schwierig, überhaupt mit dem Ausbau, Breitbandausbau und ähnlichen modernen digitalen Möglichkeiten. Und das Wort Revolution in dem Zusammenhang im Freistaat Bayern halte ich für sehr gewagt. Ich denke,
Natürlich hätte man da mehr machen können. Wir hatten ja die ganze Zeit das Wirtschaftsministerium nicht besetzt. Ich denke, mit Ilse Aigner haben wir eine moderne, junge, dynamische Frau, die sich im Besonderen dieser Aufgabe widmen wird. Weil wenn wir unsere Spitzenposition in Europa halten wollen, dann müssen wir uns auf diesen Bereich im Besonderen konzentrieren, und zwar auf allen Ebenen. Da fange ich in den Kindergärten an, gehe weiter über die Schulen, die Hochschulen und natürlich in alle Bereiche des öffentlichen Lebens und der Verwaltung, weil nur dann werden wir unseren Spitzenplatz in Bayern auch halten können. Die Region Rhein-Main ist natürlich in Bayern führend. Da gibt es auch noch Fälle, wo wir nacharbeiten müssen, aber wir sind dort in besonderem Maße auf einem guten Weg. Nicht umsonst heißt ja unsere Nummer auf den Fahrzeugen AB Anfang Bayern, und das machen wir auch immer so. Ich war für eine Organisation von 1996 bis 2000 in Südostasien tätig. Und als ich zurückkam, wurde mir sehr deutlich bewusst, wie weit wir hinten dran sind. Wir haben ein Stück weit aufgeholt, aber die anderen haben weiter zugelegt. Also die digitale Revolution, wenn man das so nennen möchte, die haben wir erstmal verschlafen. Und wir müssen jetzt eine Entwicklung nachholen. Und die ist dringend erforderlich, und zwar auch unter dem Aspekt der gleichen Lebensbedingungen für alle Bürgerinnen und Bürger. In den Großstädten gibt es zum Beispiel VDSL, hohe Transferraten, alle Möglichkeiten. Dann geht man in einen Stadtteil und dann sieht es ganz anders aus. Und in den ländlich strukturierten Räumen kämpfen die Firmen mit Baurates, die eigentlich indiskutabel schlecht sind. Wir haben vor 5 Jahren ganz andere Hausaufgaben gemacht zu haben. Wir haben uns vorgenommen, schuldenfrei zu sein bis 2030. Das halte ich für ein ganz wichtiges Ziel. Wir haben bereits über 2 Milliarden da eingestellt. Also vor 5 Jahren hatten wir andere Sorgen. Die Digitalisierung unseres Landes ist jetzt dran. Er hat jahrelang gekämpft, im August 2013 dann die erlösende Nachricht. Gustl Mollat kommt frei. Der Nürnberger ist überzeugt, 7 Jahre lang war er das Opfer eines Justizskandals, wurde zu Unrecht als gefährlich eingestuft. Der Untersuchungsausschuss hatte kurz zuvor noch das Wiederaufnahmeverfahren abgelehnt, der öffentliche Druck jedoch ließ nicht nach. Nun soll der Fall Mollat im kommenden Jahr erneut aufgerollt werden. Was mich eben immer verwundert, dass dieser Sache nicht früher nachgegangen wurde, denn der Herr Mollat hat ja immer auf diese Geschäfte, auf diese dubiosen Geschäfte hingewiesen. Und man hat ihn nach meiner Einschätzung lange nicht ernst genommen. Und heute, nach unserer Kenntnis, stellt sich, glaube ich, doch heraus, dass da doch Transfer gelaufen sind. Der ganze Fall Mollat, muss mal klargestellt werden, ist eine juristische Arbeit von Richtern, die unabhängig sind, auch vom Parlament, auch vom Kabinett. Und ich sage Ihnen ganz deutlich dazu, wenn ein Landgericht, ein Oberlandesgericht und der BGH eine solche Verurteilung, die ja keine war, sondern es war ja eine Änderung insoweit, dass es hieß, er ist nicht schuldfähig und deswegen in die Psychiatrie geschickt worden ist. Wenn so etwas entschieden wird und durch alle Gerichtsinstanzen geprüft wird, dann halte ich es für sehr vermessen, wenn sich dann der ein oder andere Journalist mit Halbwahrheiten hinstellt und sagt, das ist alles nicht richtig. Unsere Richter verdienen unser Vertrauen, sie haben es berechtigterweise, denn Rechtsbeugung macht kein Richter so ohne weiteres. Und im Übrigen, das Thema Schwarzgeld und das Thema, was hat die HVB mit der Mitarbeiterin, der Ehefrau des Herrn Mollat gemacht, das hat hier mit der Verurteilung überhaupt nichts zu tun. Insgesamt gesehen meine ich, sollte man jetzt abwarten, was die neuen Ermittlungen ergeben, und wenn es Schwarzgeld gegeben hat, dann wird es aufgetischt werden und dann werden diejenigen auch zur Rechenschaft gezogen. Aber dabei zu vergessen, dass ein Mann wie der Herr Mollat Autoreifen zerstochen hat, und zwar bei mehreren Fahrzeugen, dass er seine Frau gewürgt hat, dass er seine Frau festgehalten hat und nicht weggehen ließ. Was das bedeutet, diese Freiheitsberaubung, hat ja das Gericht auch deutlich gemacht. Das sind alles Dinge, die überhaupt nicht so draußen genannt werden. Und das ist dann halt nur die Halbwahrheit. Ich finde, es ist sehr wichtig zu klären, ob es denn tatsächlich so ist, dass man
einen Menschen begutachtet und für die Psychiatrie praktisch einweist, ohne ihn gesehen zu haben. Das ist etwas, was mich laufend beschäftigt. Stimmt es oder stimmt es nicht? Auch das werde ich mal versuchen zu recherchieren. Dann natürlich den Blick zu geben auf die Geldtransfers, sogenannte Schwarzgeld ist ins Ausland geschafft worden. Auch hier muss man sicher noch viel abklären. Ich persönlich frage mich, warum der Fall Mollat nicht schon vor etlichen Jahren zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gebracht wurde. Dort genau wäre der Ort völlig unabhängig von der bayerischen, von der deutschen Justiz, so einen Fall zu untersuchen. Und dort wird auch sehr gut und sehr schnell geurteilt. Und dann hätte man einen Maßstab, den man anlegen kann, weil es natürlich hier um exemplarisch um Menschenrechte geht. Und ich hoffe, dass das Wiederaufnahmeverfahren jetzt Klarheit bringt. Und ich hoffe auch, dass unabhängig von den Gutachten, die gemacht wurden, deutlich wird, worin die Gemeingefährlichkeit von Mollat bestehen soll. Für mich war in einigen Presseberichten erstaunlich, dass eben nicht berichtet wurde auf das, was er an Autoreifen gemacht hat, die Reifenstechereien, sondern immer nur auf dieses Schwarzgeldthema abgestellt wurde. Mich würde interessieren, was konkret hat er getan, um Menschen, die gar nicht beteiligt waren an dem Fall, um den es da ging, letzten Endes in Situationen mit ihrem PKW zu bringen, dass die, ohne eine Ahnung zu haben, dass ihr Reifen nicht in Ordnung ist, ins Auto einsteigen, fahren los und dann passiert was. Und die Frage ist für mich auch noch nicht ausreichend diskutiert. Aber es muss Klarheit geschaffen werden und deshalb ist gut, dass der Untersuchungsausschuss tagt und dass letzten Endes auch die Gerichte sich neu mit dem Thema befassen. Wir haben ja einen Untersuchungsausschuss im Parlament. Dr. Florian Herrmann ist der Vorsitzende. Ich schätze Florian Herrmann sehr. Und ich weiß, dass der Untersuchungsausschuss hier gute Arbeit leisten wird. Und ich möchte wirklich hier nicht vorgreifen, auf die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses warten. Also ich bin jetzt insgesamt froh, dass aufgrund vieler Recherchen auch meines Kollegen Florian Streibel jetzt ein Untersuchungsausschuss gebildet wird. Und die Bildung des Untersuchungsausschusses ist ja auch schon ein Beleg dafür, dass vieles in der Vergangenheit nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Und das, denke ich, muss jetzt mal alles im Detail geprüft werden. Und deshalb hoffe ich, dass der Untersuchungsausschuss möglichst bald mit brauchbaren Ergebnissen vorliegt. Ja, es verdichtet sich immer mehr, dass der Herr Mollat anscheinend recht gehabt hat. Wir haben ja Vertreter der Ministerien schon gehabt, wir haben Vertreter aus der Justizbehörde, wir haben auch Vertreter aus den zuständigen Finanzämtern oder Finanzbehörden. Und es kristallisiert sich langsam raus, dass die Vorwürfe, die der Herr Mollat erhoben hat, anscheinend auch richtig sind. Da eiern man zwar noch rum, aber es werden jetzt laufende Ermittlungen gemacht in den Finanzbehörden. Und man muss sich da auch schon fürchterlich darüber aufregen, warum man damals nicht ermittelt hat. Keiner hat anscheinend seine Anzeigen richtig gelesen, keiner hat was unternommen. Und jetzt plötzlich sind Tatverdächtige da, gegen die auch ermittelt wird. Also es scheint sich so darzustellen, dass der Herr Mollat recht hatte. Leider. Ich bin jetzt nicht Mitglied im Untersuchungsausschuss, aber Tatsache ist, dass Fehler passiert sind von Seiten eventuell der Finanzbehörden, von Seiten der Justiz. Und diese Fehler müssen aufgearbeitet werden. Hier sitzt ein Mann seit vielen Jahren in der Psychiatrie, ohne entsprechend untersucht worden zu sein. Mittlerweile stellt sich heraus, dass er wahrscheinlich zu Unrecht in der Psychiatrie sitzt. Und deswegen muss sehr schnell gehandelt werden, müssen die Unklarheiten aufgearbeitet werden. Und vor allem, er braucht ein anständiges Verfahren. Einen Menschen über so viele Jahre in ein Bezirkskrankenhaus unterzubringen, ich denke, das ist schon sehr fragwürdig. Und es sind mittlerweile tauchen tagtäglich neue Fragestellungen auf. Deshalb ist es wichtig, dass der Untersuchungsausschuss tagt, dass das auch alles ans Licht fördert, was bisher verdeckt worden ist. Und wie gesagt, die Fehler müssen ans Tageslicht und es muss zum fairen Verfahren geführt werden, das dem Herrn Mollat auch gerecht wird. Halt und das Leben nehmen. Die Ehre nicht. Wenn geschafft ist, dass hinter die Kulissen dieser Krankenhäuser geblickt wird und wenn dann Änderungen in Bayern und in Deutschland eintreten, dass solche Art von rechtsfreien Räumen in der Art nicht mehr bestehen, dass auch andere mitgefangene Frauen und Männer endlich einmal ordentlich behandelt werden, dann erst fühle ich mich frei. Das Thema Gustl Mollat wird die bayerische Politik also noch im kommenden Jahr beschäftigen.
Ein weiterer Dauerbrenner ist auch das 8-stufige Gymnasium. Obwohl die Staatsregierung eine komplette Rückkehr zu G9 ausschließt, wurde ein Kompromiss gefunden. Mit dem Flexi-Jahr sollen Schüler die Möglichkeit haben, zwischen G8 und G9 zu wählen. Ein Ende der Debatte ist damit aber trotzdem nicht in Sicht. Welche Themen 2014 im Landtag auch noch zur Sprache kommen werden, hier ein kleiner Ausblick. Die SPD als stärkste Oppositionspartei wird natürlich ihre Oppositionsarbeit weiterhin wahrnehmen wie bisher. Wir werden der Regierung besser auf die Finger schauen. Und für meinen Bereich, die Integrationspolitik, kann ich sagen, dass wir im nächsten Jahr ein Integrationsgesetz vorlegen möchten, das für viele Menschen, die in diesem Land leben, das sind immerhin um die 20%, Migrantinnen und Migranten in Bayern, die Lebensverhältnisse verbessern wollen. Und da freue ich mich schon drauf. Themen sind bei mir natürlich die Sozialpolitik, die Asylverfahren, generell die Asylproblematik, die wird uns weiterhin noch sehr beschäftigen. Das ist auch ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt und wo wir zu guten Kompromissen für die Leute auch finden müssen. Das wird mit Sicherheit ein Schwerpunktsthema sein. Auch die Bildungspolitik, auch wenn ich da nicht im Ausschuss bin, wird mich immer beschäftigen. Ja, und privat wünsche ich mir Gesundheit für meine Familie und mich und ja, für mich eine schöne Hochzeit im nächsten Jahr, die ich da feiern werde. Ja, das wären so meine Wünsche. Ja, wir haben jetzt zwei weitere Wahlen. Also die Wahlen sind ja noch nicht vorbei. Jetzt kommt die Kommunalwahl. Wir Grüne sehen uns in der Fläche sehr stark. Also gerade da, wo ich herkomme, Region Unterfranken, haben wir viele neue Kreisverbände gebildet, haben wir viele neue Listen aufgestellt. Wir möchten uns in der Fläche weiter positionieren. Danach Europawahl. Die Grünen werden ein klares Bekenntnis abgeben zu Europa und werden die europapolitischen Positionen weiter stützen. Die Diskussion um Lampedusa, die Diskussion um Asyl wird sicherlich im Rahmen der Europawahl auch wieder aufkommen. Und ich denke, wir Grüne haben da viele Punkte, die wir im nächsten Jahr massiv und offensiv in die Öffentlichkeit bringen werden und um Unterstützung werben wollen. Ja, wir haben Wahlen vor uns, Kommunalwahlen in Bayern. Es gibt die Europawahl. Ich denke, wir hoffen auf gute Ergebnisse bei diesen Wahlen. Und wir wollen natürlich sehen, dass wir möglichst viel von unseren Vorstellungen einer solidarischeren und gerechteren Gesellschaft umsetzen. Privat in Angriff zu nehmen, all das, was man, ich selber habe 3 Kinder und dass immer von dem, was ein bisschen an Zeit übrig bleibt, dass man dann auch für die Kinder da sein kann und für das Familiäre. Und auf der anderen Seite, politisch steht viel an. Ich darf wieder Verantwortung tragen für den Kultur- und den Wissenschaftsbereich, die Hochschulen fit zu machen für die Zukunft, aber auch im Kulturbereich, Kultur so zu fördern, dass es draußen im Land ankommt und nicht nur die Brille auf München gerichtet ist. Das ist mir ganz wichtig. Also beruflich ist natürlich ganz klar, wir haben viele Themen im Bereich des Rechtes auf der Agenda stehen. Allen voran zunehmende Digitalisierung im Bereich der Justiz, weil das natürlich Verfahren beschleunigt, ist auch eine bessere Erreichbarkeit für den Bürger, ist ein besserer Service für den Bürger. Da müssen wir intensiv einsteigen und über die nächsten Schritte intensiv diskutieren. Dann wird natürlich auch im nächsten Jahr Datenschutz ein großes Thema sein, vor allem Verschlüsselungstechniken, weil der Bürger und die Bürgerin hat das Recht, sich darauf verlassen zu können, dass ihre Daten nur für die Dinge benutzt werden, für die derjenige auch möchte, dass sie benutzt werden. Also das wird ein Riesenthema sein. Dann Thema wie Evaluation des Glücksspielstaatsvertrages wird ein Thema sein. Und dann ist es immer so, es gibt viele, viele weitere Themen, die dann an einen herankommen. Und Sie wissen ja, es kommt dann auch wieder ein neues Haushaltsjahr, jetzt erst Nachtragshaushalt und dann wieder Doppelhaushalt. Also auch da gibt es noch viele Nüsse zu knacken, um es mal so auszudrücken. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir, wie wir es ja immer wieder sagen, näher am Menschen und mit dem Bürger gemeinsam vorankommen. Und wir werden Probleme, die wir jetzt im Moment gar nicht sehen, sehr schnell auch beschäftigen, uns damit beschäftigen müssen und zusätzlich, was ganz wichtig ist, diese dann eben auch lösen müssen. Nur reden drüber, das reicht nicht. Natürlich hat man Ziele für 2014. Der Breitbandausbau flächig in Bayern, die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen, hier auch die ländlichen Räume zu stärken, die Energiewende, das Jahrhundertprojekt kraftvoll angehen, das Thema Bildung, G8, G9, das sind so die Hauptthemen. Das war's mit unserem Plenum TV Jahresrückblick für Ober-, Unter- und Mittelfranken. Kommen Sie gut ins neue Jahr und verfolgen Sie auch dann mit uns die Landespolitik direkt hier aus dem Bayerischen Landtag.